Die politische Woche. Der Talk. Damit kommen wir bereits zum letzten Teil unserer heutigen Sendung. Und der letzte Teil ist, wie Ihnen bekannt ist, Publikumsfrage. Und wir dürfen sagen, wir haben da mal eine bekommen. Wenn Sie eine Publikumsfrage für unsere nächste Sendung wollen, schicken wollen, machen Sie das bitte. Und zwar auf info@politischewoche.ch. Bevor wir aber von dieser zur nächsten Woche kommen, haben wir die für heute. Und die hat Karin mitgebracht. Ja, wir haben eine Frage bekommen von einem Zuschauer aus der Stadt St. Gallen. Und er hat geschrieben, die SBB hat für die Extrazüge an die Klimademo in Bern Sparbillette ausgegeben. Ist es richtig, wenn die Bundesbahnen nun auf dem Trittbrett der Klimabewegten mitfahren und deren Aktion auch noch subventionieren? Ich würde bald überspielen zu dir, Barbara. Was ist deine Meinung dazu? Also für mich ist jetzt einfach der Hintergrund nicht ganz klar. Also ist das ein gewisser Automatismus, dass wenn läuft das automatisch, wenn ein Zug unterwegs ist, gibt es einfach so einen gewissen Anteil Sparbillett? Oder ist es jetzt wirklich gezielt für den Zug, aber dann müssen sie ja Vergünstigungen machen für alle, die demonstrieren wollen. Also für mich ist einfach die Ausgangslage nicht ganz klar. Also ich habe zum Beispiel auch einen Newsletter bekommen von der SBB, wo gestanden ist, jetzt vergünstigt an die Klimademo fahren. Ja. Also da ist schon quasi auf die Klimademo jetzt bezogen. Ich habe zuerst auch das gemeint, du jetzt gesagt, es gibt ja die Sparbillette, die es immer gibt, wo einfach ein ganz einfaches System von Angebot und Nachfrage ist, wo du kannst ganz günstig irgendwie ein Billett haben. Aber da ist es wirklich so, wie ich auch aus dem Newsletter das einfach dort habe gesehen, für die Klimademo pro Zug, hat es Sonderzüge gestern auf Bern, pro Zug 100 Billett vergünstigt. Also da habe ich auch sehr ein spezielles System gefunden. Und ich kann meine Meinung vorwegnehmen, ich sehe das nicht ein, dass man da Sonderzug wird brauchen. Das ist als Thema entsprechend auch von der ganzen Verkehrslogistik. Darum sollen wir da auch Sonderzüge machen, wie man das an Open Air und andere grosse Festivitäten macht. Aber das Ticketing soll aus meiner Sicht nicht speziell vergünstigt werden. Man kann das normale System fahren lassen von Angebot und Nachfrage. Und wenn da Nachfrage entsprechend klein ist, dann kann man die Billette günstiger geben, aber nicht fix pro Zug 100 Billette günstiger für die Demo. Also da habe ich null Verständnis für die Aktion von der SBB. Es sei denn, man hätte es falsch verstanden, oder? Gut, also ich frage mich jetzt auch, ob dann wirklich alle die Leute auch an die Demo gehen. Also wenn ich habe jetzt das SMS nicht bekommen, aber wenn ich jetzt, dann denke ich, oh, da kann ich noch günstiger auf Bern fahren, meine Familie, also ein Teil von der Familie dort. Wer kontrolliert denn, dass die Leute überhaupt alle an die Demo gehen, oder? Also. Und der andere Punkt ist ja auch noch, warum muss die SBB jetzt die Klimademo unterstützen? Also ich finde, man muss da neutral sein, die wollen gehen, sollen gehen, klar. Aber die SBB ist immer noch ein Staatsbetrieb. Und die Frage ist auch die Klimademo, was will man denn genau eigentlich für eine Botschaft aussenden? Und das ist 3 Wochen vor der Wahl, es ist der letzte Termin, bevor die Wahlen losgehen. Vom Bundesplatz darf man das letzte Mal demonstrieren. Und da ist sicher nicht unbedacht so gesetzt worden. Und ich glaube, dass da natürlich nochmal auch von der grünen Seite, von der linken Seite nochmal eine Mobilisierung stattfindet, dass man da etwas macht. Und meine Angst ist einfach, dass man da den Klimahype nochmal so ein bisschen richtig Schub geben, dass man nochmal da ein grosses Thema machen in der Schweiz, weil ja auch das Recht ist von jedem Einzelnen, so eine Demonstration zu veranstalten. Das würde ich auch nicht wegreden. Aber ich finde einfach, das ist so ein bisschen ein Trittbrettfahren, das ich von der SBB jetzt ein bisschen mitbekomme oder das Gefühl wenigstens dafür bekomme, dass man jetzt da sagt, ja, wir sind auch sehr klimafreundlich und fahren doch mit dem Zug. Gut, aber das ist ja sowieso das Ziel von der SBB, dass die Leute auf den Zug bringen wollen, oder? Jetzt, also ich frage mich auch, ob man jetzt mit solchen Aktionen wirklich die Leute auf den Zug bringt. Also, ich denke, die wollen gehen, die gehen, oder? Und die gehen hoffentlich auch mit dem Zug, mit der Drohne Sparbillett. Da bin ich nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass der eine, der Klimademo will gehen, dass der mindestens symbolisch, wenn er schon dort hingeht, auch in den Zug einsteigt und nicht sonst irgendwie noch geht. Aber ob das aufgegangen ist oder nicht, das haben wir doch gestern noch nicht gehört. Gestern haben wir alles andere gehört von dieser Klimademo. Aber ja, ob da die Bahnaktion einen positiven oder negativen Einfluss gehabt hat, da können wir vielleicht dann, im Nachgang in den nächsten Tagen mal noch medial mitverfolgen. Aber wir danken auf jeden Fall dem Zuschauer von der Stadt St. Gallen, der uns die Frage gestellt hat. Was wir nicht wissen, ist, ob er selber gegangen ist oder nicht, oder ob er sich gestört hat daran. Ich habe eher die Frage verstanden, dass es etwa gleich geht wie uns und dass wir das jetzt als nachvollziehbar aus Sicht der SBB gefunden haben. Jeden Sonntag um 20.30 Uhr live auf Facebook.